Ja, meine Damen und Herren, ich möchte mich zunächst ganz herzlich bedanken, dass wir Bauhaus-Universität hier eingeladen worden sind. Es gibt ja mehrere Bezugspunkte, das Goethe-Institut und die Bauhaus-Universität Weimar, eine direkte Verbindung geradezu. Ich finde es sehr schön, dass diese kulturellen Bezüge existieren. Wir haben auch direkte Kontakte zur Universität in Bratislava. Es ist also ein enger Austausch. Ich möchte diesen weiterführen und mit einem Thema, das uns in eine Zeit führt, die wir uns vielleicht gar nicht so vorstellen können. Das, was wir heute an Technologien haben, diese Smartphones oder das, was an Einführung eben gegeben worden ist, Digital City oder Media City, es gibt verschiedene Begriffe dafür. Das sind eigentlich Dinge, die wir heute haben, die wir heute diskutieren. Wir haben vor 10 Jahren noch kein Smartphone gehabt oder es ging gerade los. Man kann sich kaum vorstellen, wie die digitale Welt in 100 Jahren aussehen wird. Deswegen möchte ich den ganzen Ansatz etwas anders angehen. Wir können in der Tat die Zukunft nicht vorhersehen. Es ist ein weißes Blatt. Es ist eine Welt, die uns eigentlich verborgen bleibt, wenn wir nur die letzten 10, 15 Jahre zurückgehen. Ich habe vor 15 Jahren meine erste E-Mail geschrieben. Das war schon relativ spät. Was wird in 10, 15, 20 Jahren technologisch sein? Und dann vorherzusehen, was eigentlich eine digitale Welt in 100 Jahren wäre, wäre in der Tat vermessen. Ich will auch gar nicht diesem Versuch erlegen, sondern ich möchte etwas anderes, einen anderen Zugang wählen. Dafür steht das Bauhaus eigentlich immer. Es denkt anders. Wir gehen von der anderen Seite heran. Vor 90 Jahren, fast 90 Jahren, hat das Bauhaus ja den Slogan kreiert, Kunst und Technik, eine neue Einheit. Am Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Traum der Technologien in den Alltag integriert. Das Blatt war nicht mehr weiß, es wurde beschrieben. Das war der Traum vor 100 Jahren. Thüringen. Also alle Technologien, die damals gedacht wurden, Kommunikationstechnologien, alles Kommunikationstechnologien, die den Raum beschrieben, hier etwas als Persiflage dargestellt. Das Auto, Schwebebahn, Elektrifizierung, Rennauto, also all die Technologien, die dann im 20. Jahrhundert tatsächlich zum Tragen kamen. Es war eine Vorstellung von einer linearen Entwicklung der Welt. Dieser Traum, glaube ich, und darüber führen wir eine heftige Debatte, dieser Traum ist, glaube ich, zu Ende. Diese lineare Vorstellung einer geradlinigen Entwicklung Technologien von Umwelt, dieser Traum ist in Teilen zerplatzt. Wenn wir heute früh über den Klimawandel etwas gehört haben, dann hängt es damit zusammen, dass wir die Technologie, die Industrialisierung sehr linear vorangetrieben haben, ohne Konsequenzen abzuschätzen. Wir konnten sie nicht abschätzen. Heute sind wir klüger. Heute ist die Zeit der Reflexion. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, was könnte Technologie und andere Element Demokratie in 100 Jahren sein, dann ist die Reflexion angesagt. Deswegen gehe ich etwas auf Abwege. Die Entwicklung beginnt zunächst vor 100 Jahren. Vor 100 Jahren ist die Landesplanung in Deutschland gegründet worden. In Anmoderation wurde ja auf die territoriale Planung, die Gebietsplanung verwiesen. 1912 begann die Landesplanung, gewissermaßen die Ordnung des Industrialisierungsprozesses zu betreiben im Ruhrgebiet. Man kann es jetzt schlecht lesen.
erste Generalsiedlungsplan, hier kann man es besser sehen, ja, der Generalsiedlungsplan für die räumliche Ordnung des Industriegebietes Ruhrgebiet. Damit begann der Versuch, die großräumigen Strukturen der chaotisch entwickelnden Industrie durch Grün zu ordnen. Also vor 100 Jahren, wurde das Zelebrieren der Technik, die Messe, die internationale Bauausstellung, aus der dann die Technische Messe in Leipzig hervorging, die größte technische Messe, wurde die Technik zelebriert. Wir haben hier die Stahlbeton, Kommunikation und die Gartenstadt hier unten. Das waren die neuesten Errungenschaften, die wurden quasi präsentiert als die Zukunft und die Gartenstadt als das Modell für das 20. Jahrhundert kreiert, die durchgrünte Stadt. Aber eben die neuen Technologien sind gewissermaßen dem Publikum nahegebracht worden. Die ersten Errungenschaften der wissenschaftlichen Planung wurden gezeigt. Alles im Glauben, dass wir tatsächlich einem solchen Fortschritt entgegengehen und dass die neuen Technologien die Welt schöner, reicher, besser, gerechter machen. Es gab 1927, 28 einen Regionalplan in Mitteldeutschland, in dem bereits eine neue energetische Basis für die Industrie gedacht wurde. Es war nicht mehr die Braunkohle, sondern hier unten die erste Windkraftanlage. Die erste Windkraftanlage 1927 bei Leipzig, heute noch als technisches Denkmal zu sehen. Also bereits eine regionale Planung, die auf der Basis regenerativer Energien gedacht war, ohne dass die Technologie schon wirklich vorgedacht war. Also ein großräumiges Denken in einer anderen Struktur. Ich glaube, das ist eine der ganz wichtigen Erkenntnisse, die wir gewonnen haben. Und deswegen ich auch diese Tagung so wunderbar finde, nämlich das Denken in großen Dimensionen und langen Entwicklungsepochen wieder aufzurufen. Es ist ein fantastischer Ansatz in unserer kurzatmigen Welt. Wir denken ja bestenfalls in Legislaturperioden von Politikern, das ist schon hochgegriffen, geschweige denn in solchen Dimensionen wie hier 1928, eine Bergbaufolgelandschaft in 70 bis 80 Jahren. Und tatsächlich, so ist sie auch gekommen, fast jedenfalls bei Halle im mitteldeutschen Raum. Es war also der Mut, langfristig zu denken. Es war der Glaube, tatsächlich Glaube, die Welt vorhersehen zu können. Was mit den damaligen technischen Möglichkeiten und den damaligen Entwicklungen durchaus korrespondierte. Aber es war schon ein mutiger Schritt, quasi das Ende des fossilen Zeitalters vorherzusehen, das Ende einer Industrieepoche und den Strukturwandel, quasi die postindustrielle Kulturlandschaft als Vision nicht nur aufzuzeichnen, sondern in der Tagespresse zu veröffentlichen. Einen solchen Mut für das langfristige Denken wünsche ich mir heute. Mit einer Einschränkung. Wir sind heute nach 100 Jahren Hochindustrialisierung deutlich klüger. Wir haben viele Erfahrungen gesammelt. Wir haben aber auch viel verlernt. Genau darin liegt das ist der Blick. Wenn wir nun den Sprung das Jahr 2012 machen, dann sehen wir eine Literatur, die sich darum gruppiert, Wohlstand ohne Wachstum, das Ende der Arbeit, Wohlstand, Wachstumslüge, also das Ende des Wachstumszeitalters, das uns 100 Jahre prägte. Geprägt durch Technologien, die einen Fortschritt, einen Zuwachs an Sozialem, Kulturellem etc. bewirken sollen. Daran ist inzwischen Zweifel. Und diesen Zweifel transportiere ich auf die digitale Stadt. Ich bin von tiefem Zweifel
dass wir den Glauben an die digitale Stadt in 100 Jahren verbinden können mit realem Fortschritt und einem Zuwachs an Kultur und sozialer Gerechtigkeit. Wir müssen aus diesen 100 Jahren, die vergangen sind, gründlich lernen. Hierum gruppiert sich die Debatte. Die ist längst nicht zu Ende. Sie hat eigentlich erst gerade begonnen. Sie führt zu solchen Äußerungen, sind wir noch zu retten. Eine solche Literatur finden wir auch vor 100 Jahren. Als gerade die große Industrie begann, gab es ähnliche kulturpessimistische Literatur, die Fragen stellte und die sich vor allem an den Auswirkungen großen Technologie festmacht. Jetzt ist die Welt komplexer. Heute haben wir Finanzkrisen und andere uns beschäftigende Probleme. Können wir die angesichts der Dimension wirklich mit den Technologien lösen? Erste Diskussionen über einen Zeithorizont 2052 werden aufgemacht vom Club of Rome, wo die Diskussion, die wir heute früh schon beim Klimawandel hatten, können wir uns eine Welt vorstellen, die 4 Grad wärmer ist oder vielleicht 6 Grad wärmer ist? Können wir mit den bisherigen Denkstrukturen dem überhaupt begegnen? Damit will ich nicht in Frage stellen, dass wir heute nicht die Dinge, Solartechnologien und anderes tun müssen. Aber der Zweifel daran, ob das ausreicht, ob wir bereits unser Denken auf diese Dimension ausgerichtet haben, das ist ein Zweifel, den wir mit uns tragen. In den nächsten Jahren häufen sich die großen Jubiläen. 100 Jahre, wir haben 500 Jahre Reformation, Beginn der Neuzeit, Beginn der Aufklärung. Vor 50 Jahren ist die Revolution der Wissenschaften von Thomas Kuhn veröffentlicht worden. Also ein Denken in sehr radikalen Dimensionen. Wir müssen unser Denken neu positionieren. Das begleitete den Prozess des letzten Jahrhunderts. Nicht zufällig werden genau diese Dimensionen wieder aufgerufen, wenn wir über die großen Zukunftsentwürfe nachdenken. Wenn wir also über Technologie und Demokratie nachdenken, dann heißt es eigentlich, eine Transformation in unserem Denken vorzunehmen und nicht bei den Technologien, die wir heute kennen, stehen zu bleiben. Einer, der es versuchte, Rifkin, die dritte industrielle Revolution, amerikanischer Ökonom, dessen Credo darauf hinauslief, dass diese dritte industrielle Revolution, die jetzt beginnt, mit neuer Arbeit, einer sogenannten Biosphärengemeinschaft, also ein ganzheitliches Denken in sozialökologischen Zusammenhängen, dass die Zukunft der dritte industrielle Revolution auf erneuerbaren Energien basiert, dass zwei zentrale Momente, nämlich die Kommunikationstechnologie und eine dezentrale Demokratie, diese nächste Periode bestimmen und ein Wandel im Bildungsverständnis Grundlage für die Zukunft sein muss. Diese Überschriften kann man sicher unterschreiben. Zentrale Momente darin sind eben die neuen Formen von Kommunikation, technologischen Basis und ein anderes Verständnis von Demokratie. Aber reicht das schon? Haben wir damit eine Antwort schon gefunden auf die Herausforderungen, die in den nächsten 100 Jahren auf uns zukommen? Sind wir damit schon auf dem ausreichenden Wege? Wenn wir über 100 Jahre sprechen, dann sprechen wir angesichts der Argumentation, die Rifkin aufmachte, eigentlich von der vierten industriellen Revolution. Also einer, deren Technologien wir heute nicht ausmachen können und einer Welt, die wir uns angesichts Klimawandel, demografischen Entwicklungen etc. auch nur schwer ausmalen können. Eine Welt, die eben nicht in dieser linearen Entwicklung auszumachen ist,
wie sie noch unsere Vorfahren vor 100 Jahren sich denken konnten. Wenn ein Tagebau ausgekohlt ist, dann kommt Wasser rein, das wird eine Freizeitlandschaft. So einfach werden wir die Zukunft in 100 Jahren mit Sicherheit nicht haben. Das hier ist eine solche Bergbaufolgelandschaft. Das ist die Landschaft, die vor 100 Jahren gedacht war. Schauen wir uns an, was die Gurus der Szene über die Entwicklung in 100 Jahren voraussehen. Vor allem Hawks und Opaschewski, Wiegel, also die Denker, die Zukunftsforscher von heute. Erneuerbare Energien stehen an erster Stelle, Kreislaufwirtschaft. Die Kommunikationstechnologie taucht auch hier wieder auf. Sie wird aber zunehmend unbestimmter, weil die technologische Entwicklung rasanter ist. Eine Balance in den räumlichen Beziehungen zwischen Stadt und Land, sie neu zu denken. Und dann taucht Kultur als zentraler Schlüssel. Und dann taucht ein Begriff auf, der ich hier besonders hervorgehoben habe, den der Resilienz. Ein Begriff, der in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat und der, glaube ich, für die Zukunftsdebatte, wenn wir über Technologien, wenn wir über das Verständnis von Demokratie nachdenken, von großer Bedeutung sein kann. Ich komme darauf gleich zurück. Welche Szenarien werden diskutiert? Welche Szenarien für die Stadtentwicklung der Zukunft werden diskutiert? Und welche räumlichen Antworten werden in der Literatur gegeben? Das eine, das Kollaps-Szenario ist nicht ganz unwahrscheinlich. Ein Szenario, das allenthalben durch die Medien geht und was real wie hier in New Orleans erlebbar ist und was alle bisherigen Denkstrukturen über digitale Städte und Demokratie in Frage stellt. Zweite, die Selbstversorgung, das gewissermaßen aus den Systemen herauskoppeln, lokale Communities bilden, eine eigene Struktur aufbauen, das auch mit Hilfe digitaler Technik zu ermöglichen, aber eigentlich sich auf die Selbstversorgung. Das Gegenteil davon ist gewissermaßen das Abkapseln, die Gated Community, diejenigen, die es sich leisten können, steigen aus und bilden eigene Exklaven der Existenz, die die Hochtechnologie nutzen können, sie bezahlen können, die anderen können sie nicht mehr bezahlen. Dieses Moment dürfen wir nicht ausklammern. Eine selbstverwaltete Stadt, die sogenannten Rural Cities, sind in Planung, von Ruas wird eine gebaut. Wir kennen die Gated Communities aus den USA, Brasilien und so weiter. Also eine durchaus ganz reale Welt, die ihre eigene Demokratie und ihre eigene digitale Basis hat. Das vierte Szenario, ohne dass man es spezifizieren könnte, heißt resiliente Region, eine sich selbst erneuernde Region. Stadtregion wird als eine Möglichkeit der Zukunft angesehen. Internationale Diskussion setzt gewissermaßen einen Bogen darüber, wenn wir über digitale und technologische und demokratische Strukturen nachdenken. Resiliente selbst an die Fähigkeit, sich selbst zu erneuern. Wenn also die Gefahren, die Auswirkungen so groß werden, dass wir mit unseren Anpassungsmaßnahmen, mit unseren Vorbeugungsmaßnahmen nicht mehr schnell genug sind, wenn die Technologien nicht ausreichen, wenn unsere demokratischen, bisher geübten Regeln nicht mehr ausreichen, welche Fähigkeiten müssen wir dann entwickeln? Müssten wir nicht jetzt schon lernen, auch für diesen Fall uns zu rüsten, sowohl technologisch wie auch in unserer Verfasstheit der Gemeinwesen, um auf diese Möglichkeit hinzuarbeiten? In einem Bericht an den UNO-Generalsekretär sind erste Skizzen dazu auch entwickelt worden, wie hier an den Überschriften nur deutlich wird. Es ist also ein Thema, das in der Diskussion ist und worüber ich glaube, es sich lohnt, ernsthaft nachzudenken und daran zu arbeiten. Es gibt
für Deutschland einen ersten Resilienzatlas, der die Fähigkeit von Regionen hinsichtlich ihrer Vorbereitung auf mögliche Zukunftsentwicklungen prüft. Eine erste Annäherung an das Thema. Alle Regionen, die hier rot markiert sind, haben eine geringe Zukunftsfähigkeit nach Einschätzung des Institutes und die grünen Regionen eher eine größere Zukunftsfähigkeit. Darüber kann man nun trefflich diskutieren, ob die Kriterien ausreichend sind, ob dies schon eine ausreichende Überprüfung erfolgt ist, aber immerhin, es ist ein erster Schritt unserer nur Technologieorientierung oder der Glaube an eine ewig stabile Demokratie in unserer Form zu befragen. Und wir sehen, dass die Regionen, wir haben hier Frankfurter Raum, wir haben hier Stuttgart, wir haben Nürnberg, also Technologieregionen, eher anfällig sind hinsichtlich der Zukunftsentwicklung und eigentlich nicht ausreichend zukunftsfähig sind, nicht die Fähigkeit zur Selbsterneuerung besitzen, so die Hypothese. Und ich glaube, das ist ein Fingerzeig, dass wir das Thema digitale Stadt komplexer sehen müssen, als wir es bisher gewohnt sind und wie wir bisher auch die Diskussion geführt haben. Zukunft kann man nicht machen. Man soll sie möglich machen, darüber nachzudenken. Saint-Exupéry hat es sehr gut in diesen Ausspruch gebracht, die Zukunft soll man nicht vorausahnen, sondern möglich machen. Das ist ein Diskursangebot an Akteure unterschiedlicher Herkunft, sich einzulassen auf eine Diskussion über eine langfristige Zukunft. Resilienz ist ein Aspekt, der die Diskussion schärft, der unseren Blick nochmal grundsätzlich neu befragt und das, was wir an Zukunft vorausahnen könnten, nochmal vielleicht auch anders wendet. Ich will ein kleines Beispiel einführen, diese Diskussion quasi eine Assoziation aufmachen, wie diese Diskussion auch praktisch bereits jetzt beginnt. Für mich ist dieses Bild dieser Jazzband in New Orleans symptomatisch. Nämlich die Instrumente einsetzen in einer neuen Weise zu spielen. Viele Akteure kommen zusammen, um diese Sustainable Community zu kreieren. In einer Methode, die wir Charette nennen, eine Planungsmethode, die ist Jazz. Jeder kann mitspielen, kann sich aufgefordert fühlen, mitzuspielen, mit seinen Fähigkeiten sich einzubringen, seinen Vorstellungen von Zukunft in ein großes Orchester, das wir Stadt nennen. Die Vision entsteht im Zusammenspiel der Menschen, derjenigen, die die Zukunft gestalten, jetzt. Dieses Selbstorganisieren einer nicht vorgefassten Zukunft, zu schnell, in einem Modellprojekt des Bundesbauministeriums in Deutschland, nämlich einen Experimentalraum für die Zukunft der Stadt zu entwickeln. Und hier haben wir gemeinsam mit vielen Menschen eine offene Arena geschaffen, in der die direkte Kommunikation über diese Zukunft gepaart ist mit neuen Technologien natürlich, aber dieses offene Netzwerk, diese offene Arena, dieses zunächst zu schaffen und zu wollen und dabei sich zu lösen von den bisher bekannten Strukturen demokratischer Rituale, könnte man fast sagen, hin zu einem wirklich zu einer offenen Arena, in der radikal über die Stadt gemeinsam mit den Bewohnern nachgedacht wird. Und es war erstaunlich zu sehen, wie dieses Angebot wahrgenommen wird, sich grundsätzlich über, sehr ernsthaft grundsätzlich über die Zukunft zu unterhalten. Das offene Netzwerk, einen Raum zu schaffen, um über die Zukunft der Stadt, über die Resilienz der Stadt nachzudenken, eine Übung, ja, ein Versuch, Demokratie neu zu denken, Strukturen
beiseite zu lassen und sich darauf einzulassen, einen Entwurf für die Stadt zu wagen, der sehr real an den realen Problemen heute mit Blick langfristige Zukunft zu entwickeln. Dafür die Medien quasi neu zu erfinden und sie einzubinden in diese Zukunftsdiskussion, die sehr grundsätzlich entlang der resilienten Stadt geführt wird. Es ist die Zukunft der Stadt, die all diese medialen Formen neu kultiviert und sie in neue Beziehung zueinander setzt. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, dass es eigentlich ein Lernprozess aller Akteure ist, sich mit diesen großen Herausforderungen, die so langsam auch in das Bewusstsein diffundieren, auseinanderzusetzen und dafür neue Angebote zu schaffen, gemeinschaftlich in den Städten eine Zukunft möglich zu machen. Also einen Spielraum zu schaffen, tatsächlich einen Spielraum zwischen digitaler Selbstorganisation und neuer Form von Demokratie. Ich glaube, dass angesichts der Herausforderungen wir sehr offensiv an das Demokratiethema herangehen müssen. Weltweit gibt es ganz unterschiedliche Reaktionsformen auf die großen Herausforderungen. Und es ist durchaus nicht ausgemacht, dass eine neue Welle an Diktatur entsteht, gerade unter Nutzung der neuen Technologien. Und sich darauf frühzeitig einzustellen und die Demokratie, kommunale Demokratie, weiter zu entwickeln und sie quasi auf diese großen Herausforderungen vorzubereiten. Das geht nur gemeinsam mit den Bewohnern, dafür solche Experimente zu starten und neue Formen zu finden. Dazu gehören auch neue künstlerische Formen zu finden, um zu sensibilisieren für dieses Denken in langfristigen Prozessen, in großen Dimensionen und neuen Zusammenhängen. Es gibt ein solches Projekt, der Moderne, damit möchte ich enden und vielleicht können wir das in der Diskussion fortsetzen, das längste Musikstück der Welt. Es denkt über die nächsten 500 Jahre nach, es ist in Halberstadt aufgeführt, eine Orgel, das Stück von John Cage, As Slow As Possible, wird hier aufgeführt, läuft seit 10 Jahren und soll bis 2640 spielen. In einem Raum, das kann man sich kaum vorstellen. Wenn man diese Kirche betritt und diesen Ton hört, werden sofort Assoziationen wach. Es wird gedacht, was könnte sein, was war in den letzten 600 Jahren, welche Verheerungen sind über uns gekommen und wie können wir uns eigentlich vorstellen, wird eine Zukunft ganz in fernen Zeiten aussehen können. Und mit diesem Kunstprojekt, das ein Kommunikationsangebot darstellt, man kann ja dieses Stück eigentlich nicht hören, das ist ein Kommunikationsangebot über die Zukunft. Ich glaube, das sollte uns Anregung sein, auch über neue Kommunikationswege für die Zukunft angesichts der großen Herausforderungen nachzudenken und Kunst, Medien und Demokratie in einem ganz neuen Kontext zu denken. Vielen Dank.